Ich muss wirklich sagen, das war mein persönlich bestes Ergebnis von Carbonara Salmone. Ich habe dafür meine Pasta gekocht. Den Lachs kann man in eine heiße Pfanne geben, das Knoblauch dazu, nach ungefähr 1 bis 2 Minuten wenden, mit Salz und Zitronenschalen dazugeben und am Ende noch Zitronensaft dazugegeben. Für die Carbonara müssen wir noch Eigelb und Pecorino Romano vermischen. Dann geben wir ein wenig vom Pastawasser in unsere Pfanne, geben unsere Paste dazu und vermischen alles, was in der Pfanne ist. So lange, bis wir eine cremige Soße haben. Ich muss wirklich sagen, das war mein persönlich bestes Ergebnis von Carbonara Salmone. Und ich war echt happy. Und normal lecker.